Aber ich wurde jetzt nochmal gefragt zu dem Thema, negatives Bannen, negatives Auflösen. Ja, man spürt eben, man wird von irgendwas erdrückt, man bekommt keine Luft mehr zu Hause in der Wohnung, fühlt sich das stickig an und was man da jetzt nochmal tun kann. Ja, also wie ich schon vorgeschlagen habe, man kann auch eben halt die Wohnung ausräuchern. Aber man sollte auch schon schauen, denke ich, was die Ursache ist. Ob man dieser Ursache schon so entgegenwirken kann oder was man da speziell eben für braucht. Vielleicht reicht es nicht einfach nur irgendwie die Wohnung auszuräuchern. Und da bitte ich auch noch einen Kommentar. Und zwar, ich nehme ja auf Weihrauch eigentlich eher mehr momentan Salbei zum negativen Energien austreiben aus der Wohnung sozusagen. Und ich habe dann aber jetzt mehr gehört, Kampfer sollte da vielleicht eher das Kraut sein. Ja, nichtsdestotrotz eben, man kann ausräuchern. Vielleicht kommt diese, ja, negative Schwingung von irgendeinem Gegenstand, von irgendeiner Person. Vielleicht, oh, man kann es auch mit einem rituellen Bad von sich streifen. Am besten ein Salzbad. Man bekommt ja auch mehr Salz. Salz. Bestimmt DM, Müller. Da schon. Und wer trockene Haut hat, muss man halt gut abspülen und vielleicht dann ein bisschen eincremen. Vielleicht dann die Creme schon nehmen mit irgendeinem Extrakt oder Duft, was man mit verbinden kann, muss aber nicht sein. Vielleicht reicht auch nur gut durchlüften. Vielleicht liegt es auch eben allgemein, dass irgendwo ein Knoten drin ist, dass es hier nicht läuft, da nicht läuft, dort nicht läuft im Leben. Dann kommt auch noch das schlechte Wetter dazu, die schlechte Laune und dann ist alles hinüber. Wenn das jetzt eher vielleicht der Grund vom Menschen her ist, vielleicht befreit auch Meditieren ein bisschen da davon. Wenn man einfach mal sagt, so jetzt ist Schluss, ich setze mich hin, ich ruhe mich aus, ein Räucherstäbchen anmachen, ich höre meditative Musik, Wasserrauschen vielleicht und dann löst sich der innere Knoten. Aber wenn es jetzt eher mehr in der Luft hängt, wenn es eher an Gegenständen hängt, wenn es wirklich direkt auch in der Wohnung ist, dann eben halt auch solche Sachen wie ausräuchern, vielleicht lüften, das Bad zusätzlich auch machen kann man, damit man nicht angegriffen wird, in Anführungszeichen dann von außen, von der, ja, Energie in der Wohnung zum Beispiel, ja.